So, gibt's hier auch nochmal eine Barriere? Es sieht nicht danach aus. Also gut, der nächste bitte. Da ist noch eine Barriere. Nehmen wir mal ganz kurz auseinander hier. Zack. Und wir kriegen noch eine Herz der Barrierenmagie. Wupp-ti-du-du-du. So, dann wollen wir jetzt nach da hinten hin, was dann halt unser Tor in den Norden öffnen wird. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Hier ist keine Barriere. Sie ist weg. Jetzt können wir jederzeit alle blauen Barrieren entfernen. Ist nicht wahr. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Vielen Dank. Nummer 104. Ich kann jetzt hinaus, wenn du, denn du hast die Barriere entfernt. Endlich kann ich einen Laden für Gegenstände eröffnen. Schaut doch bitte einmal vorbei. Hallo? Merke, dass wir uns nicht an die Zerstörung erinnern, die wir vielleicht während des Krieges verursacht haben. Unsere Erinnerung enthält nur friedliche Zeiten, in denen wir für unsere Herren arbeiteten. Das ist ja sehr bedauerlich. Ich kann jetzt jede dieser Maschinen untersuchen, willst du mich verarschen? Das wäre jetzt ein bisschen viel des Guten. Aber ich find's cool, dass das geht. Jetzt, da die Barriere fort ist, können wir uns endlich frei bewegen. Das Geschäft ist zwar 10.000 Jahre alt, aber es könnte noch immer von Nutzen sein. Armreif, aha. Würde den Angriff schon ein bisschen erhöhen. MP sinken um 5 Punkte, das ist okay. Bei dir ist mir dein normaler Angriff egal. Magieangriff wäre da interessant, aber halt weniger Magieabwehr. Oh, komm, nehmen wir. Für dich lohnt sich auf jeden Fall das Ding. Nein, so. Magieangriff hast du nicht. Das wäre okay. Wir verlieren zwar ein paar Lebenspunkte, aber ist okay. So, und du? Du bist auch nochmal so gut. Okay. Na, so viel Zeit muss sein. Hallo. Dürfte ich deinen Status wiederherstellen? Ja, gut. Ich war zwar schon geheilt, aber vielen Dank. War mir ein Vergnügen. So, ganz kurz Zubehör anlegen. Das war der Supermetall. Auch? Nein. Hier war es der Ring, ne? Ja. Für dich auch. Guck mal, stimmt ja. Wir hatten ja für sie auch noch Ringe hergestellt. Stimmt. Schußring und Girusring. Der eine hat halt einen Angriffspunkt mehr. Hätte ich schon die ganze Zeit anlegen können, ne? Wir bleiben aber dabei. Königliche Ring. Wer? Den kann nur Zola tragen. Ah, okay. Stimmt, ja, den hat sie ja auch erhalten. So. Du kriegst das Ding. Das ist schon krass. Okay. Hätten wir schon längst mal anlegen können, ne? Hätte, hätte, hätte Fahrradkette und so, ne? So, dann wollen wir jetzt hier durch, ja? Unterirdischer Fluss. Unendliche Weiten. Was ist das da vorne? Will ich das wirklich wissen? Ich habe keine Ahnung. Etwas, das flieht von mir. Ein Kelolon. Aha. Okay.
Der hat nicht so viel aus. Zack. Aber hey, ne? Giro macht jetzt als Schwarzmagier auch, ich sag mal, okay, physischen Schaden. Anders als manch andere. MP wiederherstellen. Das ist nicht verkehrt, wenn er wieder Heiler ist. Das ist definitiv nicht verkehrt. Ja, ich will das Item. Nein, kriege ich nicht mehr. Und ich kriege eine Gesichtsnatter. Okay. Hält auch nicht so viel aus. Oh nein, wir wurden kilolohnt. Kritische Schaden. Frage ist halt, bleibt Kilolohn dauerhaft? So ähnlich wie Gift? Ich weiß es nicht. So, was kriegst du? Weiße Magie Level 2. Ah, siehst du. Wir kommen doch schon so ein bisschen voran hier mit unseren Zusatzleveln. Das Item ist tatsächlich weg. Okay. Ja, die Viecher sehen tatsächlich ein bisschen so aus wie die Viecher aus Nio. Die man da sammeln konnte, sozusagen. Heunum. Niederman, bitte. Danke. Zack. Du gehst auf den anderen. Und du hast den letzten. Okay. So, und hier werden einfach nochmal alle bekämpft, weil ich es kann. Sind die auch noch zuerst dran? Hallo. Kilolohn, setz Kilolohn ein. Ich wurde Kilolohn. Okay, Zauber. Schwarze Magie. Wasser. Nach hintere Reihe, bitte, danke. B. Finde ich jetzt aber nicht so gut, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Finde ich nicht so gut. Die machen noch nicht mal Schaden. Schweinerei. Ich fühle mich wie ein Gegner. Was wird das? Ach, das ist ein Heal. Okay. Sonst so. Die Sache. Kannst du? Kann also tatsächlich sich aus den Kilolohn befreien. Von selbst. Okay. Weil mein Gedanke war nämlich jetzt schon, dass er halt jetzt auch nicht mehr zaubern kann. Aber es ist nicht ganz so wild. Okay. Verteidigen, weil jetzt ist die Runde vorbei. Easy. Da ist was gefallen. Zack.
Noch so eine Gesichtsnatter. Besser als Geschichtsnattern. Ja, die haben dann statt ein Gesicht da auf dem, in Anführungszeichen, Brustkorb, dann eine ganze Geschichte. Muss ja auch nicht sein. Ups. Ups. Die Pannenshow. Okay. Geht aber. Ich fand die Gegner in dieser Einschusswüste anstrengender. Bisher. Ach Mist. Weißt du, wenn du nicht schnell genug bist. Okay. Du machst Angriff. Oh, mach mal, ne? Ups. Angriff, zack. Und dann nochmal rums die Bumsmummel. Und übertriebener Superschlag. Ja. Es ist Malomaro. Kriege ich jetzt beide hier mal rein? Ich hatte die Folie. Ja gut, dann verzieht euch doch. Mir doch, Wumpe. Ganz ehrlich. Ja, super. Guck mal, was da wieder ist. It's a laser. A laser. Laser Party. Aua, nicht hauen. Aua, nicht hauen. Kannst du wieder mehr hinten? Nein. So. Zack. Ach, das macht nicht so viel Schaden. Ich habe mich schon mal letztes Mal gewundert. Das macht einfach nicht so viel Schaden. Macht doch irgendwie Sinn bei der Umgebung hier. Jetzt heilt es sich selbst. Ich glaube, es hackt. So. Einmal die beiden hier. Und dann nochmal die aus der letzten Reihe. Tanz mal wieder. Die tanzen durchgehend. Mit ihrem Speer in Hand. Ach, wir haben ja noch eine Gruppe. Ja, stimmt, da war ja was. Aua. So, und du machst einfach nur nie der Man. Mäh. Okay. Das sind Laser, Laser, so viele Laser. Weiter unten dort lang? Ja, anscheinend ja. Häuterfisch, die haben wir noch nicht bekämpft. Ja, da hinten ist eine rote Barriere auf der Kiste. Okay, was könnt ihr denn so oder was denn auch gegebenenfalls nicht? Aha, wir können auf jeden Fall nicht lange leben. Das ist sehr bedauerlich. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Explodieren können sie auch noch und sie machen nicht mal Schaden. Gut, sie explodieren nicht wirklich, aber... Ihr wisst, was ich meine. So. Zack.
Es ist explodiert. Okay. Okay. Ich mache den Tauchgang, ich glaube, ich habe. Okay.